Hey ho, da bin ich wieder. Und zwar, ihr hört schon, ich habe etwas Musik drunter gelegt und genau das möchte ich genau jetzt von euch wissen. Ja, und zwar soll ich demnächst öfter Musik drunter packen oder soll ich das lieber lassen? Und ihr sagt, nee, das ist doch total blöd und so, da versteht man doch gar nichts. Also ich probiere das schon ziemlich leise zu machen. Erst wenn ich dann aufhöre zu brabbeln, so kurz am Ende mache ich es ein Stück lauter. Wenn dann dieser komische Abonnieren-Hinweis ist, den ich da immer am Ende hinmache, wegen, keine Ahnung, mache ich halt so und da werde ich den noch ein bisschen verändern, also das Bild, was ich da bisher hatte, da ich dann noch den Interpreten damit hinschreibe und die Quelle, also zum Beispiel 5XL Musik oder wie jetzt gerade incompetech.com, das ist so lizenzfreie Musik. Die darf man nutzen, allerdings muss man dann immer hinschreiben, wer die Musik gemacht hat und dann hat man dann tolle Musik unter seinem Video. Könnt ihr natürlich auch verwenden, wer da Bock drauf hat, kann ja auch bei Videoamt einfach mal klicken. Der hat auch ganz viel Interpreten vorgestellt, also auf dem sein Kanal hat er so ein Projekt gemacht, wo man sich Musik eben nehmen kann. Man muss halt nur sagen, hier von denen habe ich's, wegen das kostenlose Werbung für denjenigen, der die Musik gemacht hat. Und für die anderen, die Videos machen, ist es angenehmer, die können das irgendwo mit reinpacken und da hat eigentlich jeder gewonnen. Allerdings geht das nicht mit allen Liedern oder mit jeder Musik. Es gibt ja so Lizenzen, da gibt es auch ganz böse Ärger, wenn man Musik nimmt, wo man keine Rechte hat oder wo man denjenigen nicht um Erlaubnis gefragt hat und keine Bestätigung bekommen hat. Ja, und deswegen nehmen wir da Musik, wo wir auch wissen, dass wir die verwenden können, packen die mit drunter und da wollte ich einfach fragen, ja, wie ist das denn halt? Ach ja, ich werde das in der nächsten Folge oder übernächsten oder irgendwann mal erwähnen. Hier tue ich es mal ganz kurz erwähnen. Und zwar, ich habe jetzt Facebook. Nach dem Video werde ich mich auch bei Twitter anmelden. Bei Twitter und Facebook war ich vorher schon, allerdings unter meinem Real-Life-Account. Jetzt habe ich mich total verlabert, ist auch egal. Und jetzt will ich dann halt auch über YouTube. Da kann man dann nämlich, wenn ein neues Video ist, posten, auch mit ein paar Leuten schreiben, wenn man mal weniger Bock drauf hat, ein Video zu machen. Ihr wisst ja, bei mir gibt es etwas häufiger zurzeit Videos. Bei meiner Zuckerseite hat das immer endlange geschliffen, wegen... Manchmal hat man wirklich keine Zeit gehabt, man hat Termine und man hat mal auch wirklich keine Lust gehabt. Und hier ist es halt einfacher, da spreche ich ja halt nur mit euch. Das wird nicht so viele Abonnenten hier auf dem Kanal geben. Aber mich freut das immer, wenn ich einen Kommentar bekomme, zurückantworten kann. Und wenn ich was Cooles finde bei euch, ich stöber dann meistens auch bei den Leuten rum, die mich abonniert haben, was die so machen. Und ja, ich hoffe mal, da kommen ein paar Leute zusammen. Reicht ja, wenn es dann so 50 Mann sind, so, das ist mein Ziel erstmal, wegen da schreiben ab und zu, nicht jedes Video interessiert jeden, aber so kann man halt mit vielen Leuten schreiben, sorry, ich habe davor was getrunken, also mit einem Kumpel zusammen und deswegen habe ich ein bisschen Glatteis auf der Gusche, muss auch mal sein. Und ja, was haltet ihr von der Idee? Und schaut mal bei Twitter und Facebook, falls ihr da seid, vorbei. Unten in der Videobeschreibung steht das dann alles. Und ja, wir hören uns, sehen uns. Ciao und bis zum nächsten Mal.